Liebe Freunde des Herzberger Jüsi-Festes, ihr habt es gelesen, zum 19. Mal findet hier auf diesem Platz unser Herzberger Jüsi-Fest statt. Und da spreche ich von Herzen, ich durfte jetzt 11, 12, 13, ich weiß gar nicht, wie viel Mal dabei sein. Es macht richtig Spaß, dabei zu sein. Und vor allem, wenn wir so ein Wetter haben. Ich drücke die Daumen, dass wir endlich mal so ein Wetter fürs Jüsi-Fest behalten. Denn bei schlechtem Wetter nicht so gute Umsätze, und das brauchen wir ja, können wir noch viel besser feiern. Mein Part ist es, erstens Danke zu sagen unserem DLRG, dem MTV. Hier vorne stehen Leute. Und ich wünsche mir für diese Vereine, dass wir immer wieder solche Zugpferde haben. Ohne die läuft nichts. Soll aber nicht heißen, dass die hier und Rosi und dass die das alleine machen. Da oben und sind so viele Vereinsmitglieder, Freunde dieser Vereine, Freunde von Herzberg. Ohne die liefe gar nichts. Euch allen herzlichen Dank, dass ihr gestern aufgebaut habt, dass ihr 3 Tage euer Bestes gebt und am Montag wieder abbaut. Viel, viel, viel Arbeit. Ohne diese Arbeit, das sind Stunden eingerechnet, Wahnsinn, könnte keiner bezahlen. Also wenn ich euch jetzt mal sage, was hier alles an Kosten zusammenkommt, bitte nicht böse sein. Wenn in diesem Jahr der Eintritt etwas kostet, wenn wir die Preise nach 10 Jahren erstmalig nach oben gehoben haben, das kostet ein Heidengeld. Jetzt nicht schimpfen, es kommt nicht in irgendwelche Aktionärskassen, da wird keiner sich bereichern, das geht letztendlich für die, die da vorne stehen, unsere Jugend zugute, das kommt in unsere Vereine und deshalb zahlen sie mit Freude ihr Bier, ihre Getränke, die Würstchen. Es kommt letztendlich der Region, den Vereinen und damit auch uns zugute. Also nicht schimpfen, machen Sie Reklame, dass wir nicht nur nächstes Jahr das 20. feiern, sondern noch viele, viele Jahre sagen können, unser Herzberger Jüsi-Fest ist eines der tollsten Veranstaltungen der Region. Deshalb auch danke Ihnen, dass Sie hier sind, dass Sie nächstes Jahr wiederkommen. Wirklich, ich bin stolz auf euch, stolz auf meine Vereine. In der Stadt Herzberg ist mehr los, als Sie denken. Kommen Sie unbedingt wieder. Schöne Stunden hier an dem Jüsi, an unserem Skaterplatz. Eine tolle Anlage. Und den Nachbarn möchte ich sagen, bitte nicht nur auf dem Balkon stehen, rüberkommen, mitfeiern und bitte nicht beschweren. Wir brauchen nicht Barbis, wir brauchen nicht Osterode, alles hatten wir schon. Mitfeiern. Es gibt nur wenige Tage, wo wir auch mal, also bitte nicht um die Sau rauslassen können, aber feiern wollen, okay? Und das macht auch ein bisschen Lärm. Toleranz, bitte nicht schimpfen. Wenn es wirklich Ärger gibt, nicht Polizei anrufen, ich bin in Pölde wohnhaft, rufen Sie mich an, dann versuchen wir das hinzukriegen, okay? Lasst uns feiern, lasst uns fröhlich sein, bleibt gesund und nächstes Jahr wiederkommen. Schöne Tage hier in Herzberg. Danke fürs Zuhören. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diesen Film zu schauen. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mich auf G+ adden würden und oder diesen Channel abonnieren. Und schauen Sie doch bitte auch in meinem kleinen Shop bei Kaffeepress vorbei.